Sieht gut aus. Also, hervorragend. Extreme Daten, desperates Handeln, besonnen bleiben. Passend aktuell zum Wetter schauen wir uns natürlich auch mal an, welche positiven Themen es gibt. In diesem Wirrwarr, in dieser Vielfalt an Interpretationen, allein der gestrige Tag, der lässt ja wieder genügend Raum, um volkswirtschaftliche Bücher beziehungsweise zumindest Kapitel innerhalb dieser volkswirtschaftlichen Bücher neu zu schreiben und neu zu füllen. Zuerst spektakuläre Daten vom Arbeitsmarkt. Die Erstanträge auf Arbeitslosigkeit sind natürlich extrem nach oben gegangen. Das ist keine Überraschung. Mittlerweile der dritte Datenpunkt in Folge. Auf der anderen Seite hat sich die US-Notenbank geäußert. Man wird nochmal 2,3 Billionen US-Dollar zur Verfügung stellen. Also das sind wirklich unheimliche Summen. Und wer von Ihnen vielleicht in den letzten Wochen mal einen James-Bond-Film geschaut hat, da wurde ja die Welt auch immer mal erpresst und da ging es auch um gewisse Summen. Aber damals waren es doch irgendwie noch zweistellige Millionenbeträge. In der Finanzkrise 2008, 2009 ging es dann um Milliarden, auch hunderte Milliarden. Heute sind wir schon bei den Billionen angekommen. Also wirklich die Ausmaße dessen, was wir aktuell sehen, die sind natürlich wirklich spektakulär. Jetzt nicht unbedingt im positiven Sinne, sondern einfach nur aufgrund der absoluten Größenordnung der Zahlen, mit denen wir uns hier momentan beschäftigen. Ich darf Sie zunächst etwas kurz auf die allgemeinen Marktbeobachtungen der jüngeren Vergangenheit natürlich hinführen, möchte das aber vorab noch in ein kleines Bild einordnen. Wir sehen ja den ersten bewusst herbeigeführten konjunkturellen Stillstand der zumindest jüngeren Weltwirtschaftsgeschichte. Wir, respektive die gewählten Regierungen, haben sich bewusst entschieden, auf die gesundheitlichen Bedrohungen des Coronavirus zu reagieren. Sie alle kennen diese Thematik rund um den Shutdown, Lockdown, Kontaktverbote, Reiseverbote und Ähnliches. Die zu erwartende Reaktion auf ein solches Vorgehen muss natürlich sein, dass die globale Wirtschaft kollabiert. Dementsprechend auch alle Indikatoren, die Sie bekommen, seien es Einkaufsmanager-Indizes, seien es Umfragen unter den Unternehmen, nehmen Sie Arbeitslosenquoten, das natürlich nachlaufende Indikatoren dann auch sind. Alle die sind natürlich extrem und passen in dieses Bild, was man erwarten durfte, dass eben dieser gewusste Stillstand des Wirtschaftslebens natürlich sämtliche Bereiche hier stark treffen wird und dass wir mit wirklich extrem hohen Auswirkungen hier zu rechnen haben. Dass wir uns in einer Rezession befinden, ich glaube, das ist keine Diskussionsgeschichte, das ist uns allen klar. Die Kernfrage, die wir uns stellen muss, wie lang und wie tief wird diese Rezession und kann aus dieser Rezession vielleicht sogar eine Depression werden mit noch größeren gesellschaftlichen Verwerfungen. Also, das ist die aktuelle Situation und ich denke, in diesen Rahmenbedingungen müssen wir auch alles einordnen, müssen wir auch die Schlagzeilen zu wirtschaftlichen Datenpunkten letztendlich hier einordnen, aber müssen natürlich auch, das sehen wir später noch, die Reaktion der Notenbanken und der Staaten in dieses Gesamtkontext, in diese historisch einmalige Situation einordnen, damit wir hier natürlich auch den richtigen Kontext bewahren und uns nicht vielleicht analog der Fallzahlen, die Sie im Nachrichtenticker sehen, zu den Corona-Zahlen hier komplett losgelöst von sämtlichen Bewertungszahlen hier bewegen. Zunächst die Marktbeobachtung und im Vergleich zu unserer ersten Online-Konferenz vor einigen Wochen sieht die Lage doch deutlich besser aus. Daher mal hier die Kapitalmärkte im aktuellen Kalenderjahr dargestellt. Sie können das entsprechend hier sehen. Der globale Aktienmarkt mit einem Abschlag von ja roundabout 17%, das sind sogar ETFs. Dann sehen wir hier Aktienschwellenländer noch bei minus 21%. Aber was man auch schon sehr schön sehen kann, und das zeige ich Ihnen gleich nochmal auch deutlicher, die Verluste waren natürlich schon deutlich größer. Wir waren ordentlich jenseits der 30%. Wir waren bei Länderindizes, die teilweise zum Teil zyklischer sind oder auch weniger stark diversifiziert. Da haben wir sogar Verluste jenseits der 40% gesehen. Also Sie sehen schon, von diesem Punkt am 23. März, da ging es ein gutes Stück nach oben. Wenn man es definitionsgemäß nehmen würde und sagen, Moment, ab 20% Preisaufschlag haben wir schon wieder einen neuen Bullenmarkt, dann müsste man momentan sogar sagen, der neue Bullenmarkt, der hat hier in einzelnen Segmenten schon begonnen. Also wirklich abstrus, wenn man sich an diese vagen Definitionen halten möchte. Aber ich glaube auch, der Schmerz in vielen Fällen, der hat sich in einigen Anlagestrategien ein bisschen nivelliert.
Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, es gab extrem große Aufschläge und Einschläge, teilweise bei Anlagestrategien, die eher defensiv ausgerichtet waren, also die 2, 3% verdienen sollten pro Jahr. Also wenn sie so mochten, wurden die teilweise als Tagesgeldersatz vermarktet. Das waren Strategien, die auf Optionsstrategien gesetzt haben, auf Volatilitätsthemen, auf Dividenden, Futures und ähnliches. Und da wir da mal wieder, wie ja alle paar Jahre vorkommt, Ereignisse hatten, die kein Szenario-Programm, keine Statistik abbilden kann, haben wir hier teilweise Ergebnisse von minus 30, 40% gesehen in diesen alternativen Strategien. Teilweise werden Fonds aufgelöst. Also wirklich der Punkt, man sieht es auch hier wieder sehr gut, in vielen Fällen ist es besser, eine offensichtlich ökonomisch begründete Risikoposition einzunehmen, beispielsweise am Aktienmarkt, anstatt in irgendwelchen alternativen Strategien zu versuchen, ohne Risiko, und dann zeigt die Realität, ohne optisches Risiko hier zu versuchen, 1, 2% zu verdienen. Also, da ist noch vieles im Umbruch, da wird es noch einige negative nachlaufende Schlagzeilen auch geben. Aber wie gesagt, jetzt mal konkret hier für die globalen Aktienmärkte, Sie sehen, wir sind vom Tief schon wieder ein gutes Stück weg. Hier oben dann dementsprechend im Gold nochmal abgebildet. Seit Jahresbeginn rund 8,5%. Sie haben hier mitbekommen, dass auch Gold im Zuge dessen, dass Marktteilnehmer Liquidität benötigt haben und in der allgemeinen Risikoaversion, da wurden auch die Safe Havens verkauft. Das hat Gold getroffen, aber das hat sogar die Staatsanleihen hier getroffen. Unsere Meinung war ja auch damals schon, naja, man könnte sagen, strategisch die Anleiheinvestoren sehen, dass die Staatsverschuldung steigt. Deswegen wollen sie keine Anleihen halten oder andere Alternative, markttechnisch bedingt, sie brauchen Liquidität und deswegen reduziert man halt seine Position in Staatsanleihen, um hier entsprechend Liquidität zu beschaffen, um Verluste in anderen Bereichen auszugleichen, um Margin Calls vielleicht auch zu kompensieren. Und Sie sehen, das Ganze hat sich ganz gut entsprechend hier auch wieder über die Zeit relativiert. Und wir sehen, dass dieses Thema Risikostreuung über verschiedene Vermögensklassen, insbesondere Aktien als Wachstumsmotor, über sichere Anleihen ohne zu große Kreditrisiken und über Gold als Währung außerhalb des etablierten Finanz- und Währungssystems. Das hat ganz ordentlich funktioniert, nicht immer zum konkreten Zeitpunkt. Also wenn Sie am 23.03. in Ihr Portfolio reingeschaut haben, dann waren Sie vielleicht enttäuscht über das Thema Diversifikation. Wer heute in sein Portfolio schaut, der wird feststellen, Risikostreuung ist nach wie vor das Motto, was auch nach vorne blickend das Gebot der Stunde ist. Das war schon immer so und das wird aus unserer Perspektive auch immer bleiben, wird aber immer schwieriger, echte Diversifikation hier herzustellen. Eine andere Darstellung zur Kapitalmarktentwicklung sehen Sie hier. Die blauen Balken zeigen die Entwicklung in den letzten 4 Wochen, grau seit Jahresbeginn und dann wirklich mal sehr interessant, wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten Ihre Nachrichten Apps mal ausgeschaltet, hätten den Fernseher ausgelassen, hätten die Nachrichtenlage mal ignoriert, dann würden Sie heute auf den globalen Aktienmarkt schauen und Sie würden feststellen, der globale Aktienmarkt steht bei minus 1%. Also, dieser Punkt zu sagen, schaue ich täglich auf den Aktienmarkt, muss ich täglich, wenn ich eine Schlagzeile auf NTV lese oder auf Bloomberg, gleichzeitig in mein Depot schauen, das halte ich für sehr nachteilig, das ist emotional sehr stressig und das führt latent auch zu Fehlentscheidungen. Aber wie gesagt, sei es drum, Sie sehen schon hier minus 1% auf Sicht von 4 Wochen, die Schwellenländer bei minus 6%, die leiden natürlich tendenziell unter einem starken Dollar. Allgemein kann man momentan sagen, dass der Dollar die Risk-Off-Währung ist. Das heißt, Sie werden jetzt feststellen oder konnten feststellen in der jüngeren Vergangenheit, an Tagen, wo der Aktienmarkt nach oben ist, ist der Dollar schwächer geworden. An Tagen, wo der Aktienmarkt schwächer war, ist der Dollar stärker geworden. Das ist momentan die Kombination, die wir hier haben. Auch das sollte man im Gesamtkontext berücksichtigen. Gold, ja, hatten wir eben schon. Rohstoffe, klar, ich glaube, das ganze Thema rund um die OPEC und auch die Diskussion hinlänglich bekannt, erklärt natürlich auch, warum ein breiter Rohstoffindex, der natürlich auch sehr energielastig ist, hier bei immer noch minus 40% steht. Und die Anleihen, die sehen Sie hier daneben. Also, das ist das Thema. Wie oft schaue ich eigentlich meine Struktur an? Und wenn man hier mal ein bisschen genauer reingeht, ohne jetzt auf Länderindizes zu blicken, wie den DAX, den Eurostoxx oder gewisse Regionen, dann wissen Sie, schauen wir sehr gern auf sogenannte Faktoren. Das sind Charakteristika von Oder das sind gemeinsame Charakteristika, die Aktien teilen. Und insbesondere sehen wir hier dieses Min-Vol. Das sind typischerweise Aktien, die eine geringere Schwankungsbreite haben als der Gesamtmarkt. Momentum, das sind
Aktien, die in der jüngeren Vergangenheit stärker gelaufen sind, hat so ein bisschen eine trendfolgende Komponente. Qualität, da geht es um das Thema Bilanzqualität und Profitabilität. Marktkapitalisierung ist das, was typischerweise die normale Methodik ist, nach der Aktien- und Anleiheindizes berechnet werden. Also wenn Sie so möchten, der Standard, sei es, das sind Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung, also in Deutschland eben der SDAX und der MDAX als Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung im Vergleich zum DAX 30 und Value eben Unternehmen, die nach Bewertungsfaktoren wie beispielsweise Preis-Buch-Verhältnis oder ähnliches relativ günstig sind. Und was wir hier auch sehr schön sehen, dass eben die Aktienmarktcharakteristika sich sehr unterschiedlich ausgewirkt haben. Sie sehen es hier, der Aktienmarkt, wie eben dargestellt, ja, roundabout 15% im Minus seit Jahresbeginn. Aber wir sehen, die defensiven Aktien haben sich deutlich besser gehalten, haben nur etwas über 9% verloren. Momentum hat rund 10% verloren. Qualität hat sich auch besser geschlagen als der Gesamtmarkt. Und die beiden anderen Faktoren, Value und Marktkapitalisierung, waren eben deutlich schwächer. Das zeigt aber auch, dass es nicht nur relevant ist, wie hoch die Aktienquote im Portfolio ist, sondern auch, wie die Zusammensetzung innerhalb dieser Aktienquote ist, wie die Charakteristika dargestellt werden. Weil Sie sehen schon, bei gleicher Aktienmarktquote nominell, jemand, der zu 100% in Low Volatility und in beispielsweise Momentum investiert war, also vielleicht im Schnitt knapp 10% minus aktuell in der Aktienquote hat. Ist natürlich ein ganz anderes Thema, als wenn Sie hier zum Beispiel die geringe Marktkapitalisierung und Value fokussiert haben und Sie haben minus 22. Also sprich, die Aktienquote als nomineller Anteil am Portfolio sagt noch nicht so viel über das einzelne Risiko. Von daher, wir blicken sehr, sehr stark auch auf diese Faktoren. Wenn wir die Anleihemärkte anschauen, dann auch das eine Grafik, die Sie in den letzten Wochen bereits häufiger gesehen haben. In Blau die Daten zum 1.1. Da war die Welt noch gut, da waren alle im Anlagenotstand. Da glaubte man noch, man muss Hochzinsanleihen kaufen für knapp 3% Rendite. Die Banken haben Laufzeitfonds propagiert. Das wären ja ganz so attraktive Renditen im Vergleich zum Nullzinsumfeld. Immobilienfonds haben sich großer Beliebtheit erfreut, weil was soll Immobilien schon passieren? Schließlich muss ja immer gemietet werden und die Gewerbeeinheiten, die müssen ja auch irgendwo untergebracht werden, die Shoppingcenter und die Ladengeschäfte. Also, das war noch eine Welt, die war ganz anders als heute. Dann kam dieser Corona-Schock mit den Folgen, wie wir sie alle mittlerweile kennen. Die Renditen auf 8,2% nach oben gestiegen. Spiegelbildlich gab es Kursverluste. Unsere Erwartungshaltung war damals, dass die Renditen wieder zurückkommen, nicht auf dieses Niveau, was wir vor der Krise gesehen haben, aber doch zurück. Und Sie sehen, die sind jetzt auch schon ein Stück zurückgekommen. Dementsprechend sehen wir jetzt auch Kursaufschläge im Segment der Hochzinsanleihen. Interessant vielleicht auch nochmal bei den Unternehmensanleihen. Sie wissen, wir haben gesagt, Hochzinsanleihen können vielleicht ein bisschen zu riskant sein, aber bei Euro-Unternehmensanleihen oder auch Dollar-Unternehmensanleihen von Global Playern, die in der Lage sein werden, ihre Verbindlichkeiten auch in 5 Jahren zu bedienen. Da könnte man momentan vielleicht mal selektiv kaufen. Auch hier sehen Sie, die Renditen kamen zurück. Die standen bei rund 2%, kamen jetzt runter auf 1,7%. Und die werden natürlich auch weiterhin von den massiven Anleiheaufkaufprogrammen und auch den Stützungsmaßnahmen der Notenbank profitieren. Nicht nur, weil man Liquidität am Markt zur Verfügung stellt, sondern auch, weil die zugrunde liegende Wirtschaft gestützt wird. Aber darauf gehe ich gleich mal ein. Ansonsten Staatsanleihen Deutschland, 10-jähriger Laufzeit im negativen Bereich. Bei kürzeren Laufzeiten ist das Minus noch größer. Also wer im Endeffekt sagt, ich möchte mein Geld nicht auf der Bank, sondern lieber eine kurzlaufende deutsche Staatsanleihe, der muss eben analog eines Tresors, eines Schließfachs, was Sie mieten würden, muss man eben eine Sicherheitsgebühr bezahlen. Und diese Sicherheitsgebühr, die wird eben offensichtlich in Form von negativen Zinsen, negativen Renditen. Schauen wir noch kurz auf die Stimmung und die Rahmendaten. Ich denke, auch das ein Thema, was wir uns anschauen müssen, auch wenn die Aktienmärkte jetzt mal gut gelaufen sind, dann müssen wir uns klar machen, nur weil die Kurse steigen, ist nicht alles gut. Genauso wenig, nur weil die Kurse fallen und die Panik herrscht, geht die Welt morgen unter. Also wir müssen natürlich schon eine moderate Perspektive mit einer gewissen Überbetonung von gewissen Möglichkeiten haben. Aber was wir hier sehen, das zeigt Ihnen mal die Schwankungsbreite der Erwartungen für die Gewinne in diesem Jahr. Das ist ja kein unwichtiges Thema, natürlich auch für den Aktienmarkt. Und das mal für den MSCI World auf Basis der IBES-Daten hier zusammengestellt. Und da sehen Sie schon diese Unsicherheit, was die Unternehmensgewinne angeht. Die ist auf einem Niveau, was wir
zuletzt im Jahr 2008 gesehen haben. Ich denke, dass wir in den nächsten Wochen noch über dieses Niveau hier nach oben gehen werden. Ist das wichtig für den Markt? Nein. Warum? Weil es ist die Erwartung, die wir vorhin schon durchdekliniert haben, die man haben sollte aufgrund der Situation, die die Politik hier für uns alle gemeinsam entschieden hat und die wir als Gesellschaft eben entsprechend mittragen. Wenn wir noch mal kurz auf die Aktienmärkte eingehen, dann sehen Sie hier mal die Tagesveränderung in Prozent. Der globale Aktienmarkt, also wirklich ein diversifiziertes Aktienportfolio, im Gegensatz zu einem DAX 30, der 30 Titel enthält, oder einem Euro Stoxx 50 mit 50 Titeln, hat man hier wirklich natürlich eine große Anzahl von Titeln, roundabout 1600. Und da sehen Sie schon, die letzten 6 Monate war eigentlich alles okay. Es geht mal ein Prozent hoch, es geht mal ein Prozent runter. Das sehen Sie hier. Also alles nicht so spektakulär. Die Kommentatoren vor der Tagesschau müssen sich irgendwas aus der Nase ziehen, um diese langweiligen Bewegungen hier zu kommunizieren. Aber jetzt sehen Sie hier schon, das Ganze hat sich dann im Februar, speziell natürlich im März, massiv geändert. Wir sind 10% nach unten gegangen an einzelnen Tagen. Dann sind wir wieder 10% nach oben gegangen an einzelnen Tagen. Also wirklich, Sie sehen schon hier diese Schwankungsbreiten auf Tagesbasis. Die sind wirklich exorbitant. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass das Potenzial für Fehlentscheidungen sehr groß ist. Sie treffen heute eine Anlageentscheidung, setzen die morgen um und Sie haben auf einmal 10% geringere oder höhere Kurse als Abrechnungspreis. Also wirklich ganz extrem. Man muss in diesem Umfeld sehr genau schauen, auch wie man handelt. Man sollte idealerweise natürlich so aufgestellt sein, dass man nicht gezwungen ist, in diesen Phasen zu handeln, weil das ist auch klar. Das Fehlerpotenzial ist sehr hoch. Der ein oder andere Vermögensverwalter hat dann noch Mitte, Ende März stolz Pressemitteilungen verschickt. Jawohl, liebe Kunden, wir haben das Risiko reduziert. Die Aktienquote war bei 80%. Jetzt ist sie noch bei 15%. Da kann man sagen, das hat man am 24. März gerne gelesen. Heute am 9. April muss man natürlich die Frage stellen, ob es besonders clever war, in dieser Panik jetzt das Aktienexposure um roundabout 90% zu eliminieren, weil dann hat man die Verluste von oben nach unten mitgenommen, hat aber am Wiederanstieg nicht partizipiert. Also von daher die Auswertung, die die verschiedenen Datenbankanbieter liefern werden, zur Prozyklik von Anlagestrategien, bei beispielsweise Mischfonds oder zum Teil auch bei Vermögensverwaltung, da wird man sehen, diese Prozyklik, dieses Risikomanagement, was man zum Zeitpunkt gerne hat, das kostet natürlich auf den Zeitraum und da wird es wieder einiges an Kritik an der Branche geben. Von daher denken Sie mal dran, die Prozyklik ist ein großes Thema. Treffen Sie vor einer Krise die sachlichen Rahmenbedingungen, um antizyklisch sein zu können, respektive um natürlich auch in dieser Krise vielleicht auch gar nicht reagieren zu müssen, weil sie einfach wunderbar positioniert sind. Gier und Angst im Zeitablauf, auch das noch ein Indikator. CNN berechnet das auf Basis von verschiedenen Eingangsparametern, die sachlich durchaus sehr naheliegend sind. Sie sehen hier dieses Thema, wann haben wir große Gier, wann haben wir Angst? Und Sie sehen es hier, wir hatten dieses Thema große Gier, dann ist dieses ganze Thema innerhalb weniger Wochen ins Gegenteil umgekehrt. Wir hatten dann die große Angst und jetzt hat sich wieder das ein bisschen nivelliert. Also dementsprechend, solche Indikatoren zeigen auch immer das, was typischerweise auch in den Marktpreisen dann auch schon drinsteckt. Und man hätte auch ganz böse sagen können, naja, vielleicht waren die Risiken für die Weltwirtschaft in der Panik, die wir vor 3 Wochen gesehen haben, besser reflektiert als in der Sorglosigkeit, die wir Anfang des Jahres 2020 bei dem einen oder anderen feststellen konnten. Kommen wir kurz zu dem Thema erwartete Schwankungen. Das ist wichtig für auch Optionsstrategien, aber vor allem auch das Thema finanzieller Stress, was durchaus ja ein Thema sein könnte, um über die Anlagestrategie grundsätzlich nachzudenken. Sie sind hier oben im Chart dargestellt, das Thema finanzielle Rahmenbedingungen für die USA. Dann natürlich noch die Stressindizes, einmal für das Finanzsystem in den USA, berechnet von der St. Louis Fed. Und dann das Thema systematischer Stress in der Eurozone berechnet durch die EZB. Da sehen Sie, diese gingen alle nach oben von einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Das erklärt auch, warum die Notenbanken sowohl die Konjunktur, die Wirtschaft als auch den Finanzmarkt und den Bankensektor stützen. Und umgekehrt oder passend dazu sehen wir auch, dass die Schwankungsbreite, die man über Optionspreise ablesen oder ableiten kann, sehen wir, dass die von diesem massiven historischen Anstieg wieder etwas leicht zurückkommt, aber immer noch auf einem sehr, sehr erhöhten Niveau ist. Das heißt, die Schwankungsbreite am Aktienmarkt, die wird uns wohl noch für eine gewisse Zeit auf einem überdurchschnittlich hohen Niveau begleiten.
Wenn wir die jüngste Erholung jetzt am Markt sehen, insbesondere die starken Bewegungen über 20% seit dem 23.03., dann kommen immer mal wieder diese Analogien auf zu historischen Krisensituationen. Deswegen hier eine Grafik von Goldman Sachs, die das finde ich schön zusammenfasst am Beispiel der globalen Finanzkrise des Jahres 2008. Und da sehen Sie auch, gemessen am S&P, also des US-amerikanischen Leitmarktes, da ging der Markt erst ein gutes Stück nach unten. Dann hatten wir so eine Phase 1 hier in Erholung. Da ging es also 10%, sorry, 9% innerhalb von 2 Tagen nach oben. Dann dachte man schon, wow, das könnte es ja gewesen sein. Und dann kam eben erst diese richtig massive, starke Bewegung nach unten. Also da sehen Sie schon, da geht es dann doch von ja, etwas über 1200 Punkten geht es dann runter auf die 900. Also das ist wirklich eine starke Bewegung für so einen Index. Und dann sehen Sie eben zwischendrin diese Phase 2, da ging es mal 12% nach oben. Phase 3, da ging es dann mal 9% nach oben. Und dann vielleicht auch interessanter als Analogie zur jetzigen Phase, so im Zeitraum vom 27. Oktober bis zum 28. November, wenn man es mal in Summen nimmt, also diese Phasen 4 und 5 zusammenaddiert, ja. Da gab es schon zwischendurch auch immer mal das Gefühl, ja, es geht runter, aber es gibt eben so eine Bewegung nach oben. Und von daher, das ist momentan die große Unsicherheit am Markt, das ist momentan auch die große Unsicherheit bei vielen professionellen Marktteilnehmern, die sagen, Moment, das kann es doch noch nicht gewesen sein. Wir haben eine Arbeitslosigkeit, die noch explodiert. Wir haben Lieferketten, die wir nicht einschätzen können. Wir wissen zwar, China fährt wieder hoch. Das sehen wir an der Smogbildung und Ähnlichem. Und das auch deutlich besser als an den Zahlen, die vielleicht China kommuniziert. Das kann es ja eigentlich noch nicht gewesen sein, dass wir jetzt aktuell 15% Verlust im Aktienmarkt vom Hoch haben. Und das soll der Corona-Crash gewesen sein. Also da ist eine große Skepsis bei vielen Marktteilnehmern noch da. Und man wird jetzt natürlich sehen, wie sich das auswirkt, weil eins muss auch deutlich sein. Marktteilnehmer, die abgesichert haben, die entweder Aktien verkauft haben, Aktienfonds hatten Rekordmittelabflüsse, die liegen jetzt im Geldmarkt. Auf der anderen Seite haben professionelle Marktteilnehmer auch abgesichert über Termingeschäfte, also beispielsweise Futures, die Terminmärkte. Je weiter der Markt jetzt natürlich steigt, desto größer wird der Druck, diese Absicherungen aufzulösen. Bei denen, die im Cash sind, desto größer wird der Druck zu sagen, Moment, ich bin zwar vielleicht raus, habe mir ein paar Verluste erspart, aber der Markt ist jetzt schon wieder höher als das Niveau, bei dem ich ausgestiegen bin. Jetzt kommt wieder dieses Thema, oh mein Gott, verpasse ich jetzt was? Also das wird ein sehr, sehr interessant zu beobachten sein, inwieweit sich diese Marktkräfte da jetzt ausspielen, weil neben diesen auch emotional begründeten menschlichen Themen haben wir Handelsmodelle, die sehr stark auf Basis von Korrelationen zwischen Aktien und Anleihen agieren. Tendenziell, wenn diese hoch ist, fahren die Positionen runter. Wenn die sich wieder entkoppelt, dann fahren die wieder Positionen hoch. Wenn gleichzeitig die Schwankungsbreite am Markt nach unten geht, weil der Markt nicht mehr jeden Tag 5, 6, 7% schwankt, sondern nur noch 1, 2 oder 3, dann fahren die auch wieder Positionen hoch über die Terminmärkte. Und dann sehen wir quasi das Gegenspiel dessen, was wir im Abverkauf gesehen haben. Also das, was für diese sehr harte und schnelle Bewegung nach unten gesorgt hat, also was es nach unten gedrückt hat von der Geschwindigkeit, das hat jetzt also das Potenzial, den Markt nach oben zu drücken. Also viele Szenarien für die kurzfristige Entwicklung aus unserer Perspektive ist das nicht vorherzusehen. Deswegen sollte man grundsätzlich beim strategischen Bild bleiben und dazu möchte ich Ihnen dann auch gleich noch etwas vermitteln. Die absehbaren Folgen, auch da müssen wir ganz offen sein. Die Thematik, dass die Staaten aktuell Schulden aufnehmen, um die Unternehmen zu schützen, um Kurzarbeitergeld zu finanzieren, um Zuschüsse zu zahlen, um Kreditgarantien abzugeben oder sich an Unternehmen zu beteiligen. Also dieses Geld kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern der Staat muss sich entsprechend verschulden und dementsprechend sehen wir hier mal eine Prognose, was die Entwicklung der Staatsverschuldung angeht. Hier vom Flossbach von Storch Research Institute. Und da sehen Sie jeweils hier mal die Staatsverschuldung in Prozent der Wirtschaftsleistung. Japan, das kennen wir schon, da waren wir schon vorher bei 250%, sind dann jetzt drüber in der Prognose. Sie sehen Italien, ja auch ein Thema, was insbesondere Europa, noch spezieller die Eurozone sehr stark bewegt. Wir sehen die USA, die dann deutlich über die 100% in der Verschuldung laufen. Aber wir sehen auch bei einem Land wie Deutschland mit aktuell knapp 60%, die Prognose ist, dass wir an die 100%-Marke gehen. Also, die Stabilität hat ihren Preis. Das, was wir uns heute leihen, das müssen die zukünftigen Generationen irgendwann zurückbezahlen oder die Schulden werden gar nicht zurückbezahlt. Und das
bringt uns natürlich schon zu einem Punkt, der, glaube ich, gerade nach den Maßnahmen und den Verlautbarungen der US-Notenbank am gestrigen Tage ein großes Thema sein wird, nämlich der Aspekt, inwieweit handeln die Notenbanken desperat? Sind wir hier nicht im Sozialismus mittlerweile angekommen? Sie sehen hier die Bankbilanzen der von vier großen Zentralbanken, also Bank of England in grün, die Federal Reserve in diesem Orange, blau, die EZB und ja in diesem Lila die Bank of Japan. Und wenn Sie das mal aufaddieren und da schauen Sie mal, wo wir herkommen, da waren wir hier irgendwo vor der Finanzkrise bei unter 4 Billionen und jetzt schauen Sie mal, wo wir jetzt angekommen, wenn Sie das hier aufaddieren. Also sprich, die Notenbankbilanzen werden sich wahrscheinlich ja nochmal massiv aufblähen. Und das natürlich weckt Inflationsgefahren, das weckt natürlich ordnungspolitische Störgefühle und, und. Aus meiner Perspektive haben die Staaten und die Notenbank allerdings gar keine andere Möglichkeit, als sich jetzt so zu verhalten. Warum ist das so? Wenn sie, wie eingangs erwähnt, die Wirtschaft zwingen, das Handeln einzustellen und damit zwingen, die Arbeitskräfte zu Hause zu lassen, dann muss derjenige, der die Musik bestellt, der muss sie eben auch bezahlen. Und das ist eben am Ende des Tages der Staat. Der Staat muss seine Mittel irgendwo herbekommen und das geht dann dementsprechend auch nur mit den Notenbanken. Und von daher, auch wenn man jetzt wieder viel Kritik üben kann an dem Programm der, blende es Ihnen hier gerade mal ein, an dem, was die US-Notenbank gestern kommuniziert hat, man investiert jetzt auch in Anleihen und ähnliches von einem Unternehmen mit schwächerer Bonität. Ja, ordnungspolitisch ist das alles nicht korrekt, aber es arbeiten eben nicht alle Menschen bei Unternehmen, die ein Triple, Double oder Single-A-Rating haben, sondern es arbeiten eben auch viele Menschen bei Unternehmen, die eine schwache Bonität haben. Und wenn Sie diese Arbeitsplätze eben auch stützen wollen, weil Sie eben die Unternehmen nicht pleite gehen lassen möchten, dann sind Sie eben dazu gezwungen, auch entsprechend diese Unternehmen zu unterstützen. Und jetzt können wir lang darüber debattieren, ist das einfach nur ungewöhnlich und eine erwartbare Reaktion auf das, was man im Rahmen des wirtschaftlichen Stillstands erwarten musste. Ist es eben unerwartet, was die Dimension und die inhaltliche Ausgestaltung betrifft, oder ist es gar unerhört? Je nachdem, welcher geldpolitischen Schule Sie angehören und wie Ihr ordnungspolitischer Spürsinn da ausgestaltet ist, werden Sie zu anderen Ergebnissen kommen. Meines Erachtens, ich bin da sehr pragmatisch, wenn Sie die Welt anhalten, dann müssen Sie auch dafür sorgen, dass der Schaden, der entsteht, bezahlt wird. Und das funktioniert eben nur über eine steigende Staatsverschuldung. Das funktioniert eben nur über ein Hand in Hand von Fiskalpolitik und Geldpolitik. Inwieweit wir daraus einen massiven Schaden haben werden, beispielsweise im Sinne von steigenden Inflationsraten, das kann man an dieser Stelle nicht nüchtern beantworten, weil die Vergleiche zu 1929, die sind natürlich nicht korrekt. 1929 konnten sie die Geldmenge nicht beliebig steigern. Sie hatten auch ein ganz anderes politisches Umfeld, man war auch ganz anders eingestellt, was viele andere Themen betrifft. Die Analogien zu 2008 passen auch nicht ganz, weil da hatten sie etwas, was aus dem Geld- und Kreditsystem kam und die Realwirtschaft infiziert hat. Jetzt haben wir eine Thematik, die nicht mal in der Realwirtschaft entstanden ist, sondern als exogener Schock auf die Wirtschaft wirkt und von daher aus unserer Perspektive, Sie sehen hier die Inflationserwartung in dunkelblau für die EZB und in dem Türkis für die US-Notenbank, also wir werden die am Markt gehandelten Inflationserwartungen sehr genau im Blick halten. Aber aktuell muss man sagen, vielleicht eher eine Situation, günstig Inflationsschutz zu kaufen, anstatt sich über galoppierende oder Hyperinflation Gedanken zu machen. Weil eins ist auch klar, wir können alle nicht absehen, ob die Maßnahmen, die wir momentan machen, die ja eigentlich ja nur das ausgleichen, was auf der anderen Seite wegfällt, ob die wirklich inflationär wirken, ob die Menschen jetzt nach der Lockerung der Beschränkungen sagen, wir sparen jetzt erstmal ein bisschen, wir legen unser Geld vielleicht erstmal an oder wir tilgen vielleicht unseren Immobilienkredit ein bisschen, wir packen ein bisschen mehr in die Rücklage rein, weil wir die Arbeitsplatzsicherheit eben gefühlt nicht mehr so stark haben. Oder sehen wir etwas ganz anderes, dass die Menschen sagen, Moment mal, wir hatten jetzt eine Riesenkrise. Die Regierungen haben gezeigt, dass selbst der vollständige Stillstand der Wirtschaft aufgefangen werden kann. Die Notenbanken haben gezeigt, dass sie das Ganze finanzieren können. Wir sehen gar keine Inflation. Vielleicht nimmt die breite Masse sogar wahr, dass das Geld- und das Finanzsystem insgesamt stabiler geworden ist und dass der Corona-Schock gezeigt hat, dass das Thema Bankenpleiten vielleicht gar nicht so realistisch ist, wie das, was wir 2008 gesehen haben. Sie sehen schon, man kann vieles in beide Richtungen interpretieren. Beides wirkt ein Fehlerpotenzial. Und deswegen glaube ich, wenn Sie extreme
sehr wenn sie extreme Entwicklungen sehr einfach argumentativ unterstützen können, umso schwieriger ist es, die Mitte zu halten. Und mein und unser Appell an Sie ist, halten Sie tendenziell immer die Mitte. Die Mitte ist für jeden von Ihnen unterschiedlich. Das hängt von der Lebensplanung, der Einstellung, der Vermögensstruktur, der finanziellen Risikobereitschaft und vielen anderen Faktoren ab. Aber lassen Sie sich nicht zu sehr in Extreme drücken, weil die Erfahrungen zeigen einfach, Vermögensentscheidungen, die sehr digital sind, 0 oder 1, habe ich Aktien oder habe ich keine? Habe ich Gold oder habe ich keins? Oder habe ich unheimlich viel Gold oder ich habe gar keins? Die sind tendenziell nicht dazu geeignet, sich positiv auszuwirken. Lassen sich denn nicht zu sehr beeinflussen, holen sich verschiedene Meinungen ein, machen sich immer klar, Meinungen können Fehler haben. Am Ende sind Erwartungen immer auf die eigene Finanz-, Vermögens- und Lebensplanung zu projizieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir uns klar machen müssen, weil ich fasse nochmal zusammen auch an der Stelle, wir haben eine höhere Stabilität durch das, was die Staaten und die Notenbanken tun. Ob es auch negative Effekte hat, ob wir vielleicht ein Vertrauen in das Geldsystem sehen, ob wir eine Stärkung in das Geldsystem sehen, ob wir vielleicht feststellen, man hat eine deflationäre Depression verhindert. Das alles können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar sagen. Von daher darf man sich auch nicht so positionieren, als wäre es klar, was mich wieder zu diesem Thema bezogen auf Ihre persönliche Situation, bleiben Sie in der Mitte und füllen Sie die Mitte handwerklich sauber aus im Sinne eines diversifizierten Portfolios. Wenn wir noch nach vorne blicken, das Big Picture, meine Damen und Herren, da gibt es eigentlich seit Jahren nichts Neues. Finanzielle Repression, die Renditen für verschiedene Vermögensklassen liegen unterhalb der Inflationsrate. Wir haben einen Vermögenstransfer zu Lasten des Gläubigers, zu Lasten der Personen mit Guthaben und Forderungen, entweder direkt, weil sie Konten haben, weil sie niedrig verzinste Anleihen haben, weil die kapitalgedeckte Altersvorsorge, die in Deutschland insbesondere sehr stark zinsbasiert ist, unter niedrigen Zinsen leidet. Also finanzielle Repression als großes Thema. Irgendwann werden wir wahrscheinlich auch darüber diskutieren, dass die Notenbanken den Staaten einen Teil ihrer Schulden erlassen. Ich glaube, das wird das nächste große Thema werden. Also sprich, wir werden, meine persönliche Prognose, ordnungspolitisch natürlich sehr, sehr angreifbar, aber gesellschaftspolitisch, wenn man das Ganze durchdenkt, ist das meines Erachtens der einzig realistische Weg in Demokratien mit einer demografisch und gesellschaftlichen Struktur, wie wir haben. Die Notenbanken werden sagen, wir halten hier 50% der Staatsverschuldung als Anleihen, die erlassen wir euch, die Staatsverschuldung geht entsprechend zurück. Mit einer geringeren Staatsverschuldung bei gleicher Wirtschaftsleistung sind die Staaten geringer verschuldet. Die können sich bei gleichen Einnahmen höhere Zinsen leisten. Dann hätten wir dann vielleicht mal wieder 1, 2 oder gar 3% nominelle Zinsen. Das würde dazu führen, dass die kapitalbasierte Altersvorsorge nicht ganz so dramatisch und nicht ganz so schnell vor die Wand fährt wie im jetzigen Umfeld. Also von daher, wir werden, glaube ich, verstärkt durch dieses Coronavirus einige Diskussionen bekommen, die vielen ordnungspolitisch Denkenden wirklich die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Aber wir müssen ja mal abwägen, was wäre die Alternative. Und von daher glaube ich, das eine sind die Tagesschwankungen am Aktienmarkt. Das ist nett zu beobachten, aber das Big Picture, der strategische Rahmen für die Vermögensstrukturierung, der muss natürlich das Leitmotiv, der muss die Leitlinie natürlich auch sein für die Planung, für die Zukunft, weil ich denke, uns ist allen klar, dass wir hier eine Situation haben, die wirklich außergewöhnlich ist. Und damit meine ich nicht nur den aktuell gewünschten Stillstand der Wirtschaft, sondern auch dieses Hand in Hand von Geld- und Fiskalpolitik, diese Thematik zu sagen, whatever it takes, es spielt keine Rolle, was es kostet, noch eine Billion hier, noch eine Billion dort, noch eine Lockerung hier, noch eine Lockerung da. Also das ist schon etwas, was man nicht einfach ignorieren kann und kann in 6 Wochen so tun, als wäre die Welt noch die gleiche wie vor 2 Monaten. In diesem Sinne, Klarheit auf Anlegerseite, was möchte ich eigentlich? Ist mein Ziel einfach nur den Wert meines Vermögens zu bewahren, weil ich einfach genug Vermögen habe. Ich brauche gar keine Rendite. Ich will einfach nur den Vermögenserhalt nominal, ohne zu große Verlustrisiken durch Bankenpleiten, Staatspleiten, Eurocrash und welche Extreme man auch immer heranziehen kann. Dann haben Sie natürlich eine andere Aufstellung im Portfolio, eine andere Gewichtung der Vermögensklassen, wie wenn Sie sagen, Moment mal kurz, ich will mein Vermögen vor Inflation schützen. Mir geht es nicht darum, dass 100 € 100 € bleiben, sondern bei 2% Inflation müssen aus 100 € 102 € werden, damit ich eben mit diesen 2 € nominal mehr eben meinen Kaufkraftverlust im realen Leben an der Supermarktkasse, beim Autohändler und ähnliches kompensieren kann. Oder
Noch weiter gesprochen, die Generation 55, 60 plus, wenn ich regelmäßig Kapital entnehmen muss, wenn es keine sicheren Zinsen mehr gibt, dann bleibt es mir nichts anderes übrig, als mich am Kapitalmarkt stark zu engagieren. Aber ich muss ja mir klar machen, dass Schwankungen bei den Renditen starke Auswirkungen haben. Umso wichtiger ist die Finanzplanung, auch hier die Kombination aus Liquiditätsplanung in Abstimmung mit der Anlagestrategie, um hier ein entsprechend gutes Bild zu bekommen. Ja, meine Damen und Herren, an der Stelle habe ich jetzt mal wieder viel geredet. Ich glaube auch, ja, nur ein paar Minuten über die Zeit. Ich bin überrascht, dass es erst 20 vor 1 ist. In diesem Sinne darf ich mich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Freue mich nun auf Ihre Fragen. Ja, vielen Dank. Es sind auch einige Fragen zusammengekommen über die Zeit. Stichwort, man kann nicht mehr so tun, als sei die Welt heute noch die gleiche wie vor einigen Wochen. Fangen wir doch damit mal an, umgedreht in Form eines Ausblicks. Es gibt Stimmen, die sagen, dass die wirtschaftliche Situation oder die Zusammensetzung der Wirtschaft nach der Corona-Krise nicht mehr die gleiche sein wird wie davor. Inwiefern siehst du das so? Was ist deine Einschätzung dazu? Da ist natürlich momentan noch viel Kaffeesatzleserei drin, weil vieles davon abhängt, inwieweit sich die Menschen auch jetzt ändern. Also nehmen Sie dieses Thema Kreuzfahrten. Kreuzfahrten waren schon vor der Corona-Krise aus dem ökologischen Gesichtspunkt nicht unbedingt, wie soll ich sagen, wie soll man sagen, diskussionsfrei. Jetzt haben wir auch gesehen bei den Kreuzfahrtschiffen, sie haben wochenlange Quarantäne, sie haben auf dem einen Schiff 50% Ansteckungsquote und, und. Jetzt könnte man sagen, ja, die Menschen werden Kreuzfahrten erstmal meiden. Auf der anderen Seite könnte man sagen, nachdem die Menschen jetzt erstmals, und für viele Menschen ist das ja erstmals, in ihrer persönlichen Freiraum eingeschränkt wurden durch Ausgehverbote, Kontaktsperren, Quarantäne und ähnliches, kann ich mir auch gut vorstellen, dass man sagt, na ja, ach, eigentlich eine Kreuzfahrt wäre nicht so mein Ding. Aber wenn der Rabatt groß genug ist, na, dann mache ich es vielleicht doch. Und wenn dann noch dazu kommt, dass wir sehen, dass die medizinische Versorgung nach oben geht, weil es einfach mehr Beatmungsgeräte gibt. Wir werden sehen, es wird Medikamente geben, die die Ausbreitung des Coronavirus oder den Krankheitsverlauf dämmen. Irgendwann wird es noch einen Impfstoff geben. Also na, sehr, sehr schwer zu sagen. Ich glaube, es gibt deswegen, was auf jeden Fall klar ist, das Thema Digitalisierung wird stärker im Fokus bleiben. Man wird mit Sicherheit stärker hinterfragen, ob jede Geschäftsreise noch Sinn macht oder ob man nicht vielleicht die eine oder andere Reise aus ökologischen und ökonomischen Gründen durch eine Online-Konferenz ersetzen kann. Aber ganz ehrlich, wir leben in einer Spiel- und Spaßgesellschaft und ich würde mir aktuell kein Urteil erlauben, ob wir auf Sicht von 3, 6 oder 12 Monaten jetzt wirklich hier eine massive Veränderung im wirtschaftlichen Verhalten haben. So, vielen Dank. Dann eine Thematik. Ich will Sie noch mal kurz ansprechen. Du hattest es eigentlich schon gut dargestellt. Ich glaube, die Frage kam auch vor der Folie rein mit dem Vergleich zur Finanzkrise 2008 und den ja kleinen Bärenmarkt-Rallyes, die da zwischendrin immer wieder eingesetzt haben. Dennoch, wenn nach dem ersten Schock die Aktienpreise wieder erholt sind und andererseits aber der Shutdown grob 3 Monate umfasst, inwieweit hältst du die aktuellen Aktienpreise für angemessen? Ich glaube, am Aktienmarkt haben wir folgende Situation. Also der Aktienmarkt, auch das ist vielleicht nochmal wichtig, Aktienpreise werden ja nicht von einer übergeordneten Instanz festgelegt, die sagt, das ist der richtige Preis, sondern am Ende des Tages, die Börse ist ein elektronischer Marktplatz, die Angebot und Nachfrage zusammenführt. Dementsprechend ist es natürlich auch die Börse auch so eine Preisfindungsmaschine. Und die Unsicherheit in der Preisfindung, die drückt sich ja auch sehr stark in diesen Volatilitäten dementsprechend aus. Ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, dass wir nach diesem Schock und nach der Akzeptanz, dass wir in eine extreme Rezession hereinlaufen, aber auch extreme Gegenmaßnahmen der Politik haben, dass wir jetzt langsam in eine Phase eintreten, dass man sagt, okay, die Zahlen fürs erste Quartal 2020, die sind schlecht. Die Zahlen für das zweite Quartal 2020, die werden desaströs sein, können wir bewusst ignorieren. Die Zahlen von Q3 werden auch noch schlecht sein. Aber interessant ist im Endeffekt dann der Ausblick nach vorne. Und das ist, glaube ich, auch eine Thematik, die man auch schon sieht am Aktienmarkt, dass die großkapitalisierten Unternehmen
haben sich auch schon wieder deutlich stärker erholt als die kleinkapitalisierten Unternehmen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, ich nehme jetzt mal Microsoft. So, wenn ich mich an Microsoft beteilige im Sinne einer unternehmerischen Beteiligung, weil das ja nichts anderes ist als das, was ich über die Aktie erwerbe, ja, da hat jetzt vielleicht Microsoft auf ein Jahr, 12 Monate, 18 Monate massive Auswirkungen, theoretisch, auf seinen Aktienkurs. Aber wenn ich mal die Gewinne betrachte auf Sicht von 20 Jahren, ist dann die Frage, naja, von diesen 20 Jahren, wenn jetzt ein Jahr sehr schlecht ist, ist es dann gerechtfertigt, dass der Abschlag, der jetzt in der Aktie drinsteckt, ist der zu hoch oder zu niedrig? Und von daher glaube ich in vielen Fällen, dass man nun auch mal wieder beginnt zu sagen, ich schaue über das zweite Quartal, über das dritte Quartal hinaus. Und das würde ich auch insbesondere dadurch bestätigt sehen, diese Meinung, dass Unternehmen, ich hatte das angesprochen mit dem Thema Low Volatility oder beziehungsweise Qualität, wenn Sie sich da die Unternehmen anschauen, was in diesem Quality-Thema drin ist, eine Microsoft, eine Visa, eine Mastercard, bei Low Volatility haben Sie Roche, Nestle und Co. Da ist, glaube ich, das Thema, dass man sagt, gibt es die Unternehmen in 10, 15, 20 Jahren noch? Also die Frage stellt man sich, glaube ich, nicht. Und dementsprechend ist es schon so, würde ich jetzt behaupten, dass wir eigentlich den ganz typischen menschlichen Verlauf jetzt wieder haben. Erst war die Panik da, jetzt wird ein bisschen hinterfragt. Es überschießt in beide Richtungen, aber wie auch schon mal mehrfach angesprochen, ich würde jetzt nicht zu einseitig da agieren. Also sprich diese Thematik, habe ich gar keine Aktien oder habe ich 100% Aktien, das halte ich für sehr schwierig. Von daher zu beantworten, diversifiziertes Aktienportfolio auf Basis der eigenen strategischen Quote ist da die richtige Ausgangsbasis für weitere Überlegungen. So, vielen Dank. Hier ist gerade noch eine Frage reingekommen. Die ist spannend. Ich glaube tatsächlich, das müssen wir jetzt an dieser Stelle gar nicht so sehr beantworten. Ich lese sie aber trotzdem mal vor und verweise an dieser Stelle schon mal auf die ganz vielen Online-Konferenzen, die wir in den vergangenen 2 Wochen gemacht haben. Denn da sind die meisten dieser Themen eigentlich beantwortet. Und zwar geht es nämlich um die Frage, sollte man sich auf den Bankencrash einrichten? Mit Bargeld, Silber, Gold? Was sollte ich tun, wenn ich mein Vermögen auf Kapitalerträge ausrichten will, aktive oder passive Fonds oder vorhandene Aktien liegen lassen? Also tatsächlich hier eine Frage, die eigentlich viele unserer vergangenen Online-Konferenzen so ein bisschen zusammenfasst. Wir sind da ja doch auch sehr bemüht gewesen, in den letzten Wochen immer die Fragen aufzugreifen, die wir sehr viel von Kunden, aber auch von Neukunden gestellt bekommen und insofern vieles davon schon beantwortet. Dennoch an dich auch nochmal die Frage, ob du da was ergänzen möchtest. Ich werde auf jeden Fall, sofern ich dieses Mal dran denke, in der Nachfass-E-Mail nochmal darauf hinweisen, beziehungsweise Sie bekommen ja den Link zu den vergangenen Online-Konferenzen und da sind alle gesammelt unter diesem Link zu finden. Das heißt auch zum Beispiel das Gold- und Silber-Webinar aus Anfang dieser Woche. So, soll ich nochmal vorlesen oder? Nein, ich habe es kurz bemerkt. Also ich fasse es zusammen. Bankenkrise. Bankenkrise kommt daher, dass Kredite ausfallen. Kredite fallen aus, weil Unternehmen keine Umsätze mehr machen und dementsprechend ihre Kredite nicht verzinsen und tilgen können. Durch das, was die Staaten und die Notenbanken tun, greifen sie ja genau darin ein. Das heißt, sie sorgen ja auch dafür, dass es zu weniger Unternehmensausfällen kommt, als wenn sie nichts tun würden. So, dementsprechend stützen sie natürlich die Realwirtschaft, damit stützen sie auch ein bisschen das Bankensystem und das Bankensystem pampern sie zusätzlich noch ein bisschen. Von daher ist aus meiner Perspektive das Risiko einer Bankenpleite geringer als 2008. Nichtsdestotrotz sollte es immer klar sein, dass ich mit Einlage auf der Bank einen Kredit an die Bank gebe. Ich habe ein sogenanntes Gegenparteienrisiko. Also sollte ich mir meine Gegenpartei schon aussuchen. Sollte fragen, welche Geschäftsmodelle haben die, mit was verdienen die ihr Geld? Machen die eher Investmentbanking und Großkreditgeschäft oder wickeln die einfach nur Wertpapiergeschäfte ab? Das ist Punkt 1. Auswahl der Bank, da achte ich natürlich immer drauf und nicht nur bei der aktuellen Schlagzeilenlage. Punkt 2. Die Gelder der Banken liegen ja nicht im Nirgendwo, sondern die Gelder der Bank liegen entweder overnight bei der EZB oder sie werden in Form von Krediten an die Wirtschaft vergeben oder ein sehr großer Block, sie liegen im Anleihemarkt des Euro-Anleihemarktes, ne? Also festverzinsliche Wertpapiere. Deswegen sagen wir, der Blick hinter das Bankenrisiko muss immer der Blick auf die Stabilität
des Euro-Anleiheraumes sein. Deswegen, wir schauen uns laufend den Euro-Anleihemarkt an, wir schauen uns die Preise für Kreditausfallversicherungen der relevanten, systemrelevanten Banken in Europa an, natürlich auch global, speziell USA. Also von daher, ich glaube, es macht keinen Sinn jetzt vor dem Hintergrund, dass morgen die Welt untergehen könnte in diesem YouTube-Universum einiger Personen. Jetzt sagen, ich räume jetzt mein Geld vom Konto und treffe irgendeine überhastete Finanzentscheidung, sondern nehmen Sie das lieber als Kicker, um zu sagen, ein guter Anlass, mich mal grundsätzlich mit meiner Vermögensstrukturierung auseinanderzusetzen, zu definieren, was ist Rücklage, die Rücklage aufs Konto, zu definieren, was ist Kapitalanlage, da sind ja genau diese Motive, die ich hier aufgeführt habe, da. Wie viel Vermögen, welcher Prozentsatz meines Vermögens gehört in welchen Korb? Wie sieht jeweils die Lösung innerhalb dieses Korbes aus? Und wenn ich diese Körbe ineinander schiebe, habe ich dann ein diversifiziertes Portfolio, was meinen Szenarien, meinen Erwartungen Rechnung trägt, aber natürlich auch dem Sachverhalt Rechnung tragen kann, dass ich mich komplett irre und dass wir in 10 Jahren auf den Corona-Crash zurückschauen und feststellen, naja, das war so ein bisschen wie der schwarze Montag 1987. Das war halt einfach ein brutaler Rückgang im 20-jährigen Bullenmarkt. Auch das muss man natürlich im Hinterkopf behalten. Man kann natürlich auch sehr positiv überrascht werden. Künstlich herbeigeführt durch die Notenbanken and so on, künstlich befeuert durch die Staatsverschuldung, aber am Ende des Tages, meine Erfahrung mit Anlegern ist, es spielt keine Rolle, warum die Aktien 10% steigen. Ob künstlich oder nicht künstlich oder begünstigt oder begründet oder unbegründet, wichtig ist es, den Effekt in der Vermögensstruktur zu haben. Von daher, wie gesagt, nehmen Sie es als Kicker, kann da auch nur auf unseren Beratungsprozess verweisen. Wir haben einen sehr funktionierenden, etablierten Beratungsprozess, der alle finanziellen Fragestellungen beantwortet. Beziehungsweise sind die Situation versetzt, auf Basis einer handwerklichen Vorlage gute Entscheidungen zu treffen. So muss man es korrekt formulieren. Vielleicht an dieser Stelle noch die Ergänzung auf den zweiten Teil der Frage in Bezug auf Vermögensausrichtung auf Kapitalerträge und die Instrumente, die dazu einzusetzen sind. Das ist ja tatsächlich etwas, was genau auf diesen Prozess dann auch einwirkt. Denn letzten Endes steht das ganz am Ende dieses Prozesses, nämlich die Fragestellung, welches Instrument da dann am besten passt oder welche Strategie da dann am besten passt. Das ist sozusagen ja erst der letzte Schritt in der Kette, denn die Diskussion aktiv oder passive Fonds, muss man sagen, die ist ja, gehört jetzt vielleicht auch nicht an diese Stelle, aber ist da vielleicht gar nicht so relevant, weil es im Grunde genommen da doch eher darum geht, wie schaffe ich es, eine ausgewogene Vermögensstruktur aufzubauen und wie kann ich Klumpenrisiken vermeiden. Natürlich auch das Thema Kosten, was ja hier auch mitschwingt, optimieren. Und zum Thema vorhandene Aktien liegen lassen, das hattest du ja auch schon gesagt, ist letzten Endes ja eine Frage, was sind das für Aktien? Und glaube ich, dass diese Aktien die aktuelle Situation überstehen oder diese Unternehmen, die hinter den Aktien stehen, die aktuelle Situation überstehen oder nicht? Denn hier ist sicherlich prozyklisches Handeln aus Panik nicht der beste Ratgeber. Das vielleicht noch. Ich würde noch ganz kurz was zu diesem Thema aktiv oder passiv sagen. Am Ende des Tages ist es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt Phasen, zum Beispiel die letzten 5-6 Jahre, bis vor so 1,5 Jahren, da war es sehr sinnvoll im Anleihebereich einfach passiv zu sein. Staatsanleihenrenditen, wenn man davon ausgeht, die fallen, hat man einfach ein ETF gekauft. Haben wir genauso gemacht. US-Staatsanleihen-ETF oder direkte Staatsanleihen im Rahmen der Vermögensverwaltung. Aktuell würde ich im Anleiheumfeld nicht nur ETFs kaufen, sondern gezielt auch mal einen aktiven Fonds. Dann ist die Thematik aktiv oder passiv. Was genau heißt passiv? Heißt passiv einfach nur, ich bringe nochmal an die Stelle hier zurück, heißt passiv einfach nur, ich kaufe den marktkapitalisierungsgewichteten Index, also das hier in lila, und ist aktiv schon, wenn ich sage, ich kaufe mir Qualitätsaktien-ETF oder einen Aktien-ETF, der Charakteristika von Aktien mit geringerer Schwankungsbreite abbildet. Also da wird unheimlich viel durcheinander geworfen. Ich glaube, was unheimlich schwierig ist, ist durch den Auswahl einzelner Aktien einen Mehrwert zu generieren. Aber wo man einen starken Mehrwert generieren kann, das sieht man ja auch hier, wenn Sie unsere Faktorstrategien anschauen, sind jetzt 7 Jahre alt geworden am 1.4. Den Aktienfaktor, den Sie dort am stärksten gewichtet finden seit dem Jahr 2019, ist eben genau dieser Min-Vol-Faktor. Würden wir uns zutrauen,
darüber hinaus über diese Faktorauswahl noch die beste Aktie mit diesen Charakteristika zu finden. Nein, wir wollen auch gar nicht das Risiko haben, dass die einzelne Aktie die Charakteristika nicht dauerhaft halten kann. Deswegen nutzen wir hier ein ETF. Und das ist ein Thema, wir mussten früher, oder auch Sie als Anleger, teilweise, wenn Sie eine gewisse Strategie, gewisse Charakteristika in dem Aktienportfolio haben wollten, die von der Marktkapitalisierung abweicht, dann mussten Sie einen aktiven Fonds kaufen. Es ging gar nicht anders. Heute hat man über ETFs die Möglichkeit, das einfach effizienter abzubilden. Da geht es gar nicht mal nur um Kosten, da geht es auch noch darum, die Planbarkeit zu erhöhen, weil die Systematik der Regelgebundenheit in der Indexkonstruktion natürlich sehr vorteilhaft ist. Auf der anderen Seite, nehmen Sie einen Anleiheindex, da haben Sie jetzt die ganzen Fallen Angels, die jetzt aus dem Investment-Grade-Segment in Hochzins abgestuft werden. Wenn Sie einen ETF haben, der keine Hochzinsanleihen halten darf, dann verkauft der die alle. Dabei sind die Unternehmen vielleicht gar nicht so schlecht. Und jetzt